Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte eine neue Reihe anfangen, mehr oder weniger, in der ich mich nicht einfach mal quer durch meine Schminksammlung teste und immer die einzelnen Marken teste. Ich stelle euch die Produkte vor, die ich benutze, außer ich habe halt ein Produkt von dieser Marke nicht, da nehme ich dann was anderes, sage aber auch gar nichts dazu. Ne? Ich würde gerne mit Emarsan starten. Ich kenne die Marke schon sehr lange, ich finde die Marke auch echt gut. Ja, ich habe vor mir mein Make-up aufgebaut, habe hier meinen Haarreif, den ich mir jetzt kurz in die Haare mache. Genau. Dann habe ich hier meinen Spiegel, der sieht ein bisschen verratzt aus, aber er funktioniert. Ich mag ihn, ich kann ihn irgendwie nicht wegschmeißen. Ja, dann fangen wir mal an. Also Augenbrauen habe ich schon gemacht, weil ich habe nur ein Augenbrauenpuder von dem Asim und das benutze ich eigentlich gar nicht, weil ich es nicht brauche. Ja, dann upala. Wieder da. Dann habe ich hier von Emarsan Magic Finish Perfect Blend Concealer. So schaut er aus. Ich hoffe, ihr seht was, weil das ist Gold, das spiegelt wirklich. Das ist ein, ich habe den ehrlich gesagt erst ein, zweimal benutzt. Das ist so ein Stift. Okay, dann suche ich mir hier kurz meinen Concealer-Pinsel raus. Wo bist du? Ah, hier hinten bist du, okay. Ja, dann suche ich mir hier kurz meinen Concealer-Pinsel aus und bringe damit den Concealer mal aufs Auge. Aber ich glaube, der ist so gedacht, dass man sich einfach hier aufmalt. Ist ja wirklich ein Unterschied zu vorher. Ah, doch, er gibt Farbe ab. Okay. Dann verblende ich das ein kleines bisschen mit diesem Nicht-Concealer-Pinsel, ich weiß. Ja, und gehe dann sowieso nochmal mit dem Beauty-Blender darüber. Also die Textur von dem Concealer ist sehr cremig. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Was ich immer gucke, kriecht der mir in die Fältchen. Aber so wie ich jetzt gerade sehe, gar nicht so arg. Also bin positiv überrascht. Ja. Durch die Sehbehinderung verblende ich lieber doppelt und dreifach. Eben weil ich nicht sehe, ob ich das richtig verblendet habe. Aber das funktioniert mit der Taktik eigentlich ganz gut. Als nächstes habe ich hier von Emarsan das Magic Finish. Das war im Adventskalender wieder drin. Ich hatte noch eins, das habe ich aber weiter verschenkt, weil mir der Pot einfach zu groß war, weil bei den ganzen Sachen, die ich teste und die ich habe, reicht mir eigentlich ja, der kleine Pot. Hier, ja, so sieht das aus. Das ist ein Mousse. Und was ich festgestellt habe bei diesem Make-up ist, leider, dass es sich mit vielen Primern und Cremes nicht verträgt. Also bei dem Magic Finish ist es am besten, ihr arbeitet mit den Händen und verblendet es einfach mit den Händen tatsächlich. Ja, ich habe jetzt auch eine Emarsan-Creme als Grundierung genommen, deswegen dürfte es da hoffentlich keine Probleme geben. Jetzt brauche ich doch noch mal kurz den Spiegel. Nee, da gibt es keine Probleme. Das kriselt dann so. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Das gibt solche Flocken. Also, ja, so Flocken halt. Und das ist nicht schön. Eigentlich sollte man ja unter diesem Make-up keinen Primer brauchen, weil es stand irgendwann mal in der Beschreibung, als ich das gekauft hatte damals. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das ist Primer, Make-up, Concealer und Fixierung in einem ist. Ich finde es zwar immer schön und gut, aber ich traue dem dann nicht so.
und fixiere und mache und tue trotzdem und pudere das dann auch noch ab. Aber ich finde, das Magic Finish macht immer ein sehr schönes Hautbild. Es ist eins meiner Lieblings-Make-ups. Ich habe das auch an meiner Hochzeit getragen, weil es einfach ein sehr leichtes Make-up ist und ja, es fühlt sich auf der Haut nicht so zugekleistert an. Versteht ihr, was ich meine? Das fühlt sich eher an wie so ein Puder auf der Haut. Ganz schwer zu beschreiben, muss man mal ausprobiert haben. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Dann pudere ich unter den Augen mal ab. Ich habe jetzt kein loses Puder von M. Awesome. Dann nehme ich jetzt einfach kurz ein anderes und pudere einfach ein bisschen unter den Augen ab. Ja. Ich finde, ein Puder muss schön weich zeichnen, auch unter den Augen. Und ein Puder, da achte ich jetzt gerade besonders immer drauf, muss bei mir den Effekt haben, dass es nicht in die Augenfältchen kriecht. Ja, das mag ich daher sehr gerne. Und jetzt pudere ich noch kurz das Gesicht ab. Da habe ich auch kein im Awesome Puder, weil dieses Magic Finish ja normal Puder und alles in einem ist. Nur ich bin halt immer so doppelt gemuppelt, weil ich immer Angst habe, dass das nicht den ganzen Tag hält. Deswegen pudere ich mich immer doppelt und dreifach ab. Na, müsst ihr aber eigentlich nicht. Das Make-up hält ganz gut, es mattiert, wenn ihr fettige Haut habt. Ja. Dann mache ich, was ich mache, Make-up immer drauf. Mache erstmal nach der Foundation und Concealer, kommt bei mir ein Fixing Spray drüber. Das hat einen sehr feinen Sprühstoß, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, jetzt muss das erstmal kurz trocknen. In der Zeit mache ich die Augen. Ich habe jetzt kein Lidschattenprimer von M. Awesome, deswegen nehme ich einfach den Concealer. Das funktioniert in der Not auch. Pack den hier nochmal drauf. Perfekt. Und verblende ihn mit einem Blendepinsel. Im Notfall geht das. Ich mache das eigentlich nicht so gerne mit dem Concealer, aber im Notfall geht das wirklich. So. Der Concealer lässt sich schön verblenden, muss ich ehrlich sagen. So. Dann als nächstes habe ich hier ein Lidschatten Quattro von M. Awesome halt. Nein, das ist der Bronzer, aber das Quattro sieht ganz genauso aus. Der Name ist Magic Finish Satin Eyeshadow. Okay. Ich mache es mal auf. So sieht das aus. Also ich finde die Farbzusammenstellung jetzt nicht sehr gewagt, aber schön. Na, wir haben einen Schimmerton. Ich swatch euch die mal. So sehen die dann quasi geswatcht aus. Ja, und ich suche mir jetzt hier nochmal kurz meine Blendepinsel raus für den Lidschatten. Genau. Also ich nehme jetzt erstmal diesen Ton hier oben und sette damit quasi mein Lid. Hey! Recht dags. Meine Degus haben da hinten ihren Käfig und die buddeln gerade Streu raus. Das ist nicht ganz genau, dass die das nicht sollen. Das machen die immer aus Protest.
Gut, jetzt habe ich das Lid gesettet. Jetzt packe ich mir diese Farbe hier. Nee, halt, stopp. Wir fangen mit. Doch, diese Farbe packe ich mir aufs Lid, aufs bewegliche Lid. Verblende das einfach gut mit der oberen Farbe, mit der Grundierungsfarbe. Das wird ein sehr einfacher Look. Aber ich habe von denen halt nicht mehr. So, jetzt gehe ich mit diesem Pinsel in das dunkle Braun und setze es mir einfach in den äußeren Winkel. Wie gesagt, das wird ein sehr einfacher Look. Aber ich glaube, im Asam steht ja auch für diese einfachen Sachen. Das heißt ja auch, dass man mit diesem Magic Finish innerhalb von einer Minute irgendwie perfekte Haut hat oder sowas. Also ich glaube, im Asam steht gar nicht so für Glamour, sondern eher für Hautpflege und schnelles Make-up. Also praktisch, was für den Alltag taugt. Und das ist definitiv ein Alltags-Make-up. Was ja aber auch völlig in Ordnung ist. Sieht trotzdem schön aus, gefällt mir trotzdem sehr gut. Mein anderer Spiegel hat auf der Rückseite so einen normalen Spiegel, deswegen, ja, es ist sehr einfach. Ich finde es trotzdem sehr schön. Ja. Und jetzt nehme ich noch den Pinsel hier und gehe quasi in diesen hellsten Ton. Und setze mir den noch so ein bisschen ins Augenlid und unter die Augenbraue. Den werde ich nachher auch als Highlighter verwenden. Beziehungsweise in dem Bronzer hat es auch noch einen Highlighter drin. Passt sehr schön. Ja, doch ein sehr subtiler Look, der mir sehr gut gefällt. Aber wie immer brauche ich Kajal. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, weiß das. Deswegen setze ich mir meinen ganz normalen schwarzen Kajal auf die Wasserlinie. Da muss ich kurz mal hinter den Spiegel. Und auf die obere Wasserlinie. Und nochmal auf die untere Wasserlinie. Also wundert euch nicht, ich habe da meine ganz eigene Technik im Laufe der Jahre entwickelt, weil ich das sonst gar nicht mehr machen könnte. Ich lasse das Auge quasi führen. Ja, nur falls ihr euch wundert. Dann habe ich hier noch von M. Asam eine Mascara. Das ist die Intense M. Asam Magic Finish Intense Serum Mascara. Ja, ich habe die schon mal drauf gemacht, war jetzt nicht so sonderlich begeistert. Bin ich mal gespannt, aber ich glaube, das war ich, bevor ich dieses Wimpernserum genommen habe. Mal gucken, wie sie heute performt. Na gut, es ist halt eine Alltagsmascara, ne? Also so Bada Boom Lashes macht sie nicht. Aber es ist in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung. Aber da ich immer mehrere Schichten Mascara auftrage, sagt das jetzt noch gar nichts. Und bei der zweiten zeigt sich dann, ob sie verklumpt oder nicht. Das scheint sie jetzt überhaupt nicht zu tun. Dass ich, okay, zu früh gefreut. Doch tut sie, aber sie lässt sich leider sehr leicht auch wieder auseinander. Riemeln.
Das ist wichtig, weil ich kenne viele Mascaren. Da habe ich wirklich das Problem, das bleibt zusammen und kriege die nicht mehr auseinander. Doch. Doch, das Ergebnis gefällt mir. Sehr schön. Dann mache ich weiter mit dem Contouring. Da habe ich jetzt auch kein Produkt von M.A.S.A.N. Deswegen nehme ich eben was anderes. Dieser Haarreif, weiß ich nicht, ob der wirklich funktioniert. Aber gut. Na, gerade bei DM gekauft. Doch, also der Augenlook gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, er ist halt alltagstauglich, aber ich mag ihn sehr. Dann mache ich weiter mit dem Bronzer. Das ist von M.A.S.A.M. der Magic Finish Satin Bronzer. Also von außen sieht er genauso aus. Den habe ich euch ja vorhin fälschlicherweise als Lidschattenpalette hingehalten. Doch, der hat einen Spiegel. Das ist der Bronzer. Bin mal gespannt, wie der performt. Den habe ich tatsächlich, Schande über mich, noch nie benutzt. Also er staubt. Ja, ich benutze den Bronzer immer noch so ein bisschen als Contouring für hier unten. Ich weiß nicht warum, das hat sich so über die Jahre irgendwie eingeschlichen. Also der Bronzer sieht sehr natürlich aus, finde ich. Er ist nicht zu orange, das gefällt mir auch sehr gut. Und er hat ja in der Mitte dieses weiße Ding hier. Ja, das werde ich als, da ist so ein leichter Glow mit drin. Und diesen leichten Glow werde ich als Highlighter benutzen, weil ich eben von M.A.S.A.N. keinen Highlighter habe. Gehe ich hier mal so ein bisschen. Schon sehr bräunlich. Nee, das nehme ich nicht als Highlighter. Dann. Ist das die Lidschattenpalette? Das hier. Na? Dann male ich das mal auf meinem Arm ab. Dann gehe ich hier in diesen Schimmerton und setze mir den ein bisschen als Highlighter hier ans. Ne? Ich habe heute Wortfindungsstörungen. Nehmt es mir nicht übel. So. Das passt perfekt. Auch wenn ich noch nicht gesehen habe. Doch, sieht gut aus. Dann habe ich noch hier von M.A.S.A.M. den Magic Finish Satin Blush in der Farbe Peachy Rose. Ja, wir gehen heute Abend noch weg. Ich habe, ja, was Schwarzes an höchstwahrscheinlich und da passt dann dieser Peachy Blush auch sehr gut dazu. Der macht das Ganze ein bisschen frischer. Ich ziehe ja gern schwarze Klamotten an, aber ja. Dann gucke ich mir gleich mal das Endergebnis an. Bin sehr gespannt. Ja. Also es ist ein Alltagslook, mit dem ich definitiv auf Arbeit gehen würde. Ich finde es super. Na? Also ich muss sagen, im Asam ist, sind, das sind einfach Produkte, die, glaube ich, auf Zweckmäßigkeit ausgelegt sind.
Das erfüllt es auf jeden Fall. Sie sind nicht fleckig, sie lassen sich super gut verarbeiten und ja, ich komme damit gut zurecht und ich mag sie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann nächsten Freitag mit einem neuen Video. Tschüss!